Hallo, herzlich willkommen bei Ars Electronica Home Delivery. Wir befinden uns hier im Ars Electronica Material Lab. Wir sind umgeben von lauter spannenden und innovativen Materialien. Genau das richtige Setting für einen Ars Electronica Science Talk. Und für den heutigen Talk haben wir den Günther Hannes-Schläger mitgebracht, der Firma Resend. Da dreht sich alles um nicht-destruktive Materialforschung und Testung und um die Technologie der optischen Kohärenztomographie. Hallo Günther, schön, dass du heute da bist. Hallo Thomas, mich freut es auch. Ich freue mich schon sehr auf diese Zeit. Ja, auch ihr, liebe Besucher daheim vor den Bildschirmen, seid wie immer ganz herzlich eingeladen mitzumachen. Nutzt einfach die YouTube-Kommentarfunktion, um eure Fragen an den Günther zu posten. Die werden wir dann in Anschluss an seinen Vortrag diskutieren und hoffentlich auch beantworten können. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr, euch viel Vergnügen zu wünschen mit Günther Hannes-Schläger und dem ganz spannenden Thema der nicht-destruktiven Materialforschung und Testung. Vielen Dank. Ja, ich müsste eigentlich jetzt rüber. Genau, ich gehe jetzt einfach mal vorbei. Ja, wie es der Thomas schon gesagt hat, vielen Dank übrigens für die schönen Worte. Es geht um nicht destruktive oder nicht zerstörende Materialprüfung, aber ich konzentriere mich heute nur auf dieses eine Thema, auf diese eine Methode, OCT. Das ist eine Abkürzung für optische Kohärenztomographie. Dieser Name sagt eigentlich schon sehr viel darüber aus, was da passiert. Optisch, es funktioniert mit Licht. Kohärenz, das Licht hat spezielle Eigenschaften. Und Tomographie, es wird ein Querschnittsbild durch das Innere des Materials angefertigt, oft sogar viele Querschnittsbilder, sodass ein ganzes 3D-Volumen abgescannt wird. Und deswegen kann man sagen, dass das der Blick unter die Oberfläche ist. Ja, beginnen möchte ich allerdings noch nicht mit einem Blick unter die Oberfläche, sondern mit etwas, was man hier im AEC anfertigen lassen kann. Zumindest habe das ich selber vor 3 Jahren von mir selbst machen lassen. Das ist ein Bild der Retina, der Netzhaut. Also im Auge kann man das Hintere des Auges fotografieren lassen. Und da sieht man einfach ein paar Features. Ein Augenarzt kann da wahrscheinlich sehr vieles herauslesen. Die Äderchen, hier ist, glaube ich, der Bereich, wo der Sehnerv weggeht. Und dann hier dürfte der Bereich des schärfsten Sehens sein, die Makula. Aber so ein Bild von vorne sagt natürlich noch nicht sehr vieles aus. Man hätte lieber, dass man auch hinter die Oberfläche schauen kann, dass man die inneren Strukturen messen oder abbilden kann. Und genau dafür wurde OCT entwickelt. Und zwar waren da diese beiden Herren involviert. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre haben beide, James Fujimoto und auch Adolf Ferrer, der eine am MIT in den USA und der andere an der Medizinuni in Wien, beide in diese Richtung geforscht und haben mit spezieller Art von Licht so eine tomografische Methode entwickelt. 1991 wurde das dann zum ersten Mal OCT genannt. Ja, diese Entwicklung war auch sehr wichtig, war eigentlich bahnbrechend und nicht zuletzt deswegen wurde diesen beiden Forschungsteams einige Jahre später auch ein wichtiger Preis, der sogenannte Russ-Preis, verliehen. Und hier unten sehen wir so einen Querschnitt durch die Netzhaut, durch die Retina. Also das, was wir vorher von vorne gesehen haben, sehen wir jetzt durchgeschnitten. Hier haben wir diesen Fleck des schärfsten Sehens, diese Fovea. Und dann sehen wir eine schöne Schichtstruktur, die die ganze Retina ausmacht. Wohlgemerkt, das ist ein Schnittbild, ohne wirklich hineinzuschneiden. Und das ist ja eigentlich sehr wünschenswert, wenn es ums Auge geht, denke ich. Ja, das war die erste Anwendung, für die ist das eigentlich entwickelt worden. Und später sind dann viele weitere Anwendungen dazugekommen. Und hier sehen wir jetzt ein Potpourri aus verschiedensten Proben, verschiedenen Samples, wie das OCT-Bild dazu einfach aussieht. Ich habe da ganz unten auch dazu geschrieben, was für Proben das da sind. Und wir können jetzt kurz ein bisschen überlegen, was da was ist. Ich beginne mal mit der Mehrschichtfolie. Das ist vielleicht relativ leicht zu erkennen, dass das hier links oben ist. Da können wir gerne noch mit der Kamera herzu, dass wir da so eine
schichtartige Struktur mit lauter parallelen Interfaces haben. Das ist eine Mehrschichtfolie. Oder das Gemälde, da gehen wir dann da herüber. Auch das wurde mit OCT untersucht. Gemälde haben ja oft eine Firnisschicht oben drüber. Und hier sehen wir diese Firnisschicht. Das nächste, Haut, ist auch mittlerweile eine wichtige Anwendung. Das ist dieses Bild. Da sieht man die oberste Hautschicht. Und auch ganz leicht hier so Kanäle, die von den Schweißdrüsen nach außen gehen. Die Fliese ist gleich darüber. Da haben wir auch eine schöne Deckschicht oben drüber, wo die Pigmente drinnen sind, die eher glasig ist, und darunter ist dann die Keramik. Das nächste wäre die Tablette. Eine Tablette hat immer so eine bombierte Form, das sehen wir ganz leicht rechts oben. Auch Tabletten sind oft beschichtet, aber das werden wir später noch näher untersuchen oder näher besprechen. Es bleibt noch der glasfaserverstärkte Kunststoff, was recht leicht zu sehen ist hier mit diesen länglichen weißen Strukturen. Das sind die Glasfasern. Oder eine Zitrone, etwas, was jeder kennt. Hier sehen wir die schönen saftgefüllten Zellen des Fruchtfleisches der Zitrone. Auch ein sehr spannendes Bild. Soweit ein kleiner Streifzug durch einige Messergebnisse, die man mit OCT bekommen kann, von verschiedensten Proben. Aber was passiert bei OCT eigentlich? Wie läuft denn so eine Messung ab? Was machen wir bei uns im Labor zum Beispiel? Das möchte ich anhand dieser beiden Bilder veranschaulichen. Das eine auf der linken Seite ist ein Spiegel, also das OCT-Bild eines Spiegels. Und das andere ist diese Mehrschichtfolie, die wir vorher schon gesehen haben. Wenn Licht auf einen Spiegel trifft, dann wird 100% oder fast 100% reflektiert, direkt zurückreflektiert, wenn das gerade drauf trifft. Und nichts dringt in das Material ein. Deswegen sehen wir hier nur eine Linie und darunter ist es leer. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich einen Ball in der Hand halte, ihn auf den Boden werfe, dann kommt der gesamte Ball, die 100%, die kommen wieder zurück und ich kann ihn wieder fangen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werfe den Ball hinunter und es kommt nicht der gesamte Ball zurück, der große Ball, sondern viele kleine Bälle in unterschiedlichen Abständen, das ist in etwa, was bei der Mehrschichtfolie passiert. Das ist auch etwas, was in der Regel bei allen Materialien passiert, auf die Licht treffen kann. Ein Teil des Lichtes wird an der Oberfläche reflektiert, ein Teil dringt ein und wird dann in den inneren Strukturen des Materials reflektiert. Und das passiert eben hier. Hier haben wir die Oberfläche und dann einzelne Interfaces im Inneren und überall dort wird Licht reflektiert. Und so wie die Bälle zu unterschiedlichen Zeiten zurückkommen, kommt auch das Licht zu unterschiedlichen Zeiten an. Und diese Zeitdifferenz, die muss man messen. Und dann kann man rückrechnen auf die innere Struktur des Materials. Jetzt ist nur noch ein Unterschied. Wenn ich so mir vorstelle, da kommen lauter kleine Bälle zu unterschiedlichen Zeiten. Da reicht es wahrscheinlich, wenn ich mit der Stoppuhr dastehe und einen schnellen Daumen habe. Bei Licht geht das leider nicht. Licht ist viel zu schnell. Deswegen muss man eine sogenannte interferometrische Messung machen. Und so ein Interferometer ist hier kurz dargestellt. Das schaut natürlich jetzt alles sehr, sehr technisch und wissenschaftlich aus. Im Grunde genommen geht es darum, dass hier eine Lichtquelle ist. Das Licht wird in eine Richtung abgestrahlt und wird dann aufgeteilt in zwei Strahlen. Das eine ist Referenzstrahl, das andere ist Probenstrahl. Beim Probenstrahl passiert dann genau das, was wir vorher besprochen haben. Das Licht wird an unterschiedlichen Stellen reflektiert. Und beide kommen wieder zurück und interferieren und werden dann auf den Detektor geworfen. Was ich dann als Signal am Detektor bekomme, ist von überall dort, wo Licht reflektiert wird in der Probe, so einen, wir sagen dazu Peak, einen Ausschlag im Signal. Und jetzt betrachtet man die Peakhöhe und auch den Abstand dieser Peaks, um auf die innere Struktur des Materials rückschließen zu können. Das ist im Grunde genommen, was bei so einer Messung abläuft. Die Frage ist jetzt auch, was habe ich damit zu tun, wie komme ich dazu? Da muss ich jetzt ein paar Worte darüber verlieren, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe oder ein bisschen mehr. Ich bin bei der Firma Recent beschäftigt. Das ist ein Forschungsinstitut, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das in Linz angesiedelt ist. Wir sind am
JKU Campus, also von der Johannes Kepler Universität. RECENT ist eine Abkürzung für Research Center for Non-Destructive Testing und das sagt eigentlich schon sehr viel darüber aus, was wir tun. Zerstörungsfreie Prüfung von verschiedensten Materialien. Rundherum habe ich angeordnet unsere verschiedenen Forschungsbereiche. All diesen ist gemeinsam, unter anderem auch optische Kohärenztomographie, dass wir mit Licht das Material anregen und dann auch mit Licht wieder das detektieren, was wir messen wollen. Das kann sein geometrische Abmessungen des Materials oder der Probe oder auch elastische Eigenschaften des Materials, chemische Eigenschaften des Materials. All das kann man mit Licht messen. Wenn jemand mehr wissen will, bitte ich auch wieder die Kamera jetzt herzu, habe ich hier etwas hingeschrieben, kann sich jeder gerne selber informieren auf unserer Website recent.at. Ja, jetzt zu mehreren, also zu den Hauptanwendungen, die es im Bereich OCT gibt. Mittlerweile sind jetzt das ja schon 30 Jahre, dass es diese Technologie gibt und da haben sich schon viele weitere Anwendungen erschlossen oder gezeigt. Biologisch und medizinisch hat es angefangen, Auge. Mittlerweile ist Augenuntersuchung, gehört OCT eigentlich in der Augenheilkunde schon zum Standard. Mein Augenarzt hat zum Beispiel auch so ein Gerät bei sich in der Praxis stehen. Was auch sehr spannend ist, sind Hautuntersuchungen. Wenn man in die Haut nicht hineinschneiden muss und trotzdem krankhafte Veränderungen erkennen kann, ist das sehr nützlich und vor allem schonend für den Patienten. Oder was auch in den letzten Jahren zunehmend entwickelt wird, sind endoskopische Sonden, die in die Blutgefäße rund um das Herz eingeführt werden. Und dann wird rundherum gescannt und auch der Länge nach, sodass man Ablagerungen feststellen kann und auch die Positionierung von Stents überprüfen kann. Auch das ist natürlich sehr leicht verständlich, dass das eine sehr nützliche Anwendung ist. Ja, bei biologischen Proben oder Anwendungen gibt es auch Obst und Nahrungsmittel, was wir auch selber bei uns schon am Institut gemacht haben. Aber der zweite große Bereich, der auch immer wichtiger ist, wird, sind Materialwissenschaften. Und da können verschiedenste Materialien untersucht werden, Kunststoffe, Beschichtungen, Lackierungen. OCT kann auch zur Oberflächenvermessung, zur reinen Oberflächenvermessung verwendet werden. Schäume, verschiedene faserverstärkte Materialien oder auch 3D-gedruckte Materialien. All das sind Themen und noch viel mehr, die mit OCT zu tun haben. Weil es so viele Anwendungen gibt, möchte ich mich jetzt nur auf drei Beispiele beschränken, die bei uns am Research Center for Non-Destructive Testing während der letzten Jahre durchgeführt wurden. Und da kommen wir gleich zum ersten. Das ist Beschichtung von Tabletten. Ich habe es ja vorher schon gesagt, wir haben ein Bild gesehen. Tabletten ist etwas, was jeder schon oft gesehen hat, oft in der Hand gehabt hat. Die meisten dieser Tabletten sind beschichtet. Und bei einigen Beschichtungen ist es so, dass die Dicke sehr entscheidend ist, weil diese Beschichtung magensäureresistent ist und deswegen eine ausreichende Stärke haben muss, damit der Wirkstoff nicht zu früh freigesetzt wird, sondern erst dort, wo er wirken soll, im Darm zum Beispiel. Ja, und deswegen ist jemand vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, man könnte ja während dieses Beschichtungsprozesses einige Proben entnehmen zu unterschiedlichen Zeiten und das mit OCT vermessen und schauen, ob man das Anwachsen dieser Schicht gut sieht. Und tatsächlich, wie man hier sieht, von oben nach unten sieht man ein stetiges Anwachsen der Schicht. Und deswegen haben wir in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut in Graz, das sich mit pharmazeutischer Technologie beschäftigt, so ein OCT-Gerät gebaut, das genau auf diese Anwendung abgestimmt war. Und das sehen wir hier im Einsatz. Das ist so ein Trommelcoater, so eine Beschichtungsmaschine für Tabletten. Schaut aus wie eine Waschmaschine. Da kommen die Tabletten rein. Das bewegt sich dann, werden mit der Beschichtung besprüht. Und von hier außen, das ist der Messkopf, den wir verwenden, wird einfach ein Messstrahl hineingeführt. Die Tabletten bewegen sich vorbei und so bekommt man dann OCT-Bilder von den Tabletten. Und man kann auch wirklich mitmessen, wie die Schicht anwächst während des Prozesses und dann zum richtigen Zeitpunkt den Prozess beenden.
Ein zweites Projekt, das im letzten Jahr bei uns durchgeführt wurde, war die Masterarbeit einer Kollegin, die Mathematikerin ist. Und die hat sich damit beschäftigt, welche Verbindungen man herstellen kann zwischen OCT, 3D-Druck und künstlicher Intelligenz. Ist natürlich ein Thema, das momentan in aller Munde ist, künstliche Intelligenz, das will man jetzt überall haben. Natürlich ist es auch interessant zu sehen, wie die Messergebnisse von OCT mit künstlicher Intelligenz weiterverarbeitet werden können, welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann. Und deswegen haben wir einmal verschiedene gleiche 3D-gedruckte Teile mit unterschiedlichen Farben verwendet und davon OCT-Messungen gemacht. Transparent, grün, grau und rot. Und die Kollegin hat dann mit verschiedenen Machine Learning-Algorithmen versucht, diese unterschiedlichen Proben wieder zu erkennen. Und sie hat wirklich eine Erfolgsrate von über 95% bei allen dieser Methoden, die sie ausprobiert hat, erreicht, bei einer sogar über 99% Verlässlichkeit. Und das ist ein sehr schönes Ergebnis, denke ich, das auch auf weitere Anwendungen hoffen lässt von Machine Learning. In der Tat gibt es einige Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen, wie man Machine Learning auch zur Diagnose bei Augenheilkunde oder bei der Haut verwenden kann. Und das dritte Beispiel, das mir persönlich sehr gefällt, ist OCT im mittleren Infrarot. Was ist mittleres Infrarot? Wir kennen hauptsächlich sichtbares Licht, das ist zwischen Violett und Rot. Auf der einen Seite gibt es Ultraviolett, das sehen wir nicht mehr, und auf der anderen Seite Infrarot, das sehen wir auch nicht. Aber der Infrarotbereich ist sehr lang oder sehr breit und da gibt es nahes Infrarot und mittleres Infrarot und fernes Infrarot. Und die momentan gängigen OCT-Systeme arbeiten alle im nahen Infrarot. Aber aus verschiedenen Gründen ist es erstrebenswert, dass wir auch im mittleren Infrarot dieselbe Art Messung durchführen können. Es ist nur technologisch viel herausfordernder. Hier haben wir ein Beispiel einer Anwendung, wo das sinnvoll ist. Das war eine Keramikprobe mit Mikrokanälen drinnen, gar nicht so dick, insgesamt 750 Mikrometer dick, aber mit dem gängigen OCT-System, das wir übrigens auch hier stehen haben nachher, was wir uns anschauen werden, sieht man außer dem Klebefilm, der oben drauf war, so eine Folie, sieht man im Material nichts Sonderliches. Allerdings das ist bei 1,3 Mikrometer Wellenlänge. Aber bei längerer Wellenlänge, bei 4 Mikrometern, sieht man ganz deutlich die inneren Strukturen dieses Materials, dieser Mikrokanäle, die hier aufgezeichnet sind. Das war auch ein sehr schönes Ergebnis. Das Projekt wurde kürzlich auch erfolgreich abgeschlossen. Der Kollege war sehr fleißig, muss ich sagen. Eine zweite Anwendung für dasselbe ist etwas weniger Technisches. Ein Gemälde, also das ist natürlich nur eine extra hergestellte Probe aus drei verschiedenen Farben. Und da haben wir auch unten wieder ein Bild mit 1,3 Mikrometer Wellenlänge und hier eins mit 4 Mikrometer Wellenlänge. Und da sieht man ganz deutlich, dass man weiter unten auch noch Strukturen sehen kann. Also auch in so einem Bereich liefert OCT spannende Ergebnisse, einen Erkenntnisgewinn über das, was man untersucht. Ja, das war ein schöner Streifzug über optische Kohärenztomographie. Ich habe einiges erwähnt, vieles ist sicher unerwähnt geblieben. Hier haben wir noch zum Schluss ein Projektionsbild von OCT-Daten. Da wurde ein gesamter Trauerfalter abgescannt und da haben wir dann dieses schöne Bild machen können. Mit dem möchte ich abschließen und will natürlich jetzt alle einladen, Fragen zu stellen, auch Wünsche zu äußern, was man denn noch alles anschauen könnte. Wir haben übrigens hier auch ein OCT-System mitgebracht. Das können wir uns auch jetzt kurz ansehen. Da stehen einige Proben herum. Hier werden wir dann die Messergebnisse sehen, die Querschnittsbilder. Und da müssen wir dann die Probe hinlegen. Ja, somit würde ich das Wort wieder übergeben an Thomas. Danke, Günther, das war sehr spannend. Wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir den entsprechenden Corona-Abstand einhalten, dass da keine Klagen gibt. Ich bin aber ein bisschen überrascht,
wie klein das Gerät ist. Also wie ich in der Vorbereitung gehört habe, optischer Kohärenztomograph, ich habe mir da ganz was Großes vorgestellt, aber das gibt es ja schon relativ kompakt. Ja, das ist richtig. Wenn man an Tomographie denkt, denkt man vielleicht zuerst an Computertomographie oder Magnetresonanztomographie. Ja. Das sind ja in der Regel Geräte, wo man einen ganzen Menschen hineinschieben kann, also entsprechend groß. Die Messbereiche, die wir hier abdecken, sind natürlich nicht so groß. Das beschränkt sich im Bereich von einigen Millimetern an Laterale, also an Links-Rechts-Größe und die Tiefe auch ein paar Millimeter. Manche Systeme schaffen bis zu 15 Millimeter Tiefe, aber das hängt natürlich vom Material ab, ob man auch mit dem Licht so tief eindringen kann. Jetzt hast du schon den Computertomographen erwähnt. Gibt es da Parallelen dazu? Es heißt ja auch ziemlich ähnlich. Naja, das, was man bekommt an Daten, ist ganz ähnlich. Ein 3D-Datensatz, mit dem man die innere Struktur dann abbildet von dem Material, das untersucht wird oder von der Probe. Aber es gibt natürlich große Unterschiede, weil der Computertomograph arbeitet mit Röntgenstrahlung. Das ist ionisierende Strahlung, also man darf nicht zu oft da hinein. OCT arbeitet mit naher Infrarotstrahlung oder naher Infrarotlicht. Das ist vollkommen ungefährlich. Man kann auch Augenuntersuchungen machen und es ist fürs Auge nicht schädlich. Das heißt, du könntest dann nachher deinen Finger da reinhalten und es wird dann nichts passieren. Genau, richtig. Den Finger kann ich hier reinhalten, das Auge nicht, weil dieses Gerät nicht für Augenuntersuchungen zertifiziert ist. Ja, ich würde sagen, das probieren wir nachher dann natürlich auch gleich aus. Ein paar Fragen habe ich jetzt noch zur Technik, um auch für unsere Zuschauer daheim ein paar Details zu klären. Optische Kohärenztomographie, ich meine, die Optik kennen wir, es kommt aus dem Altgriechischen, Optikos, die Lehre vom Licht. Aber kohärentes Licht, du hast gesagt, das ist Licht mit speziellen Eigenschaften. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist eine gute Frage. Kohärenz zielt immer darauf ab, dass Licht ein stabiles Interferenzbild bilden kann. Wenn man an Kohärenz denkt, die meisten denken da zuerst an Laser. Laser ist auch wirklich das Musterbeispiel für Kohärenz, eine Wellenlänge, und also das gesamte Licht ist in Phase und somit kann man sehr leicht Interferenz erreichen. Wir hier arbeiten mit breitbandigem Licht, also nicht nur eine Wellenlänge, sondern ein gewisser Spektralbereich, aber trotzdem muss das Licht einige Kohärenzbedingungen, was die Phase betrifft, erfüllen, damit wir ein stabiles Interferenzmuster, also eine stabile Messung erreichen können. Und wozu braucht man diese verschiedenen Wellenlängen? Man würde es nicht mehr Sinn machen, mit einem Laser mit sehr kohärentem Licht reinzuleuchten. Dringt es dann nicht viel tiefer ein? Ich meine, ich bin ein Laie, aber wenn man Laser im Science-Fiction-Film sieht, na, die dringen ein, die machen kaputt, da explodiert was. Na gut, ich weiß nicht, ob das das richtig macht. Es gibt ja auch Laserinterferometer. Aber falls das jemand im Physikunterricht irgendwann einmal gehört hat oder selbst ausprobiert hat, das Interferenzmuster, das man mit Lasern bekommt, ist ein periodisches. Da haben wir viele Maxima und viele Minima und die haben alle die Hälfte der Wellenlänge Abstand voneinander. Das heißt, ich kann mich hier nicht orientieren, wo ich bin. Wenn wir breitbandiges Licht verwenden, dann habe ich nur an einer Stelle mein Interferenzbild und kann somit diese Stelle eindeutig der Probenposition zuordnen. Und so kann ich auch wirklich ein Tomographiebild anfertigen. Wenn ich nur mit Laser arbeiten würde, dann würde sich alles so wirr überlagern, dass ich da keine Information herausfinden kann. Du hast am Ende von deinem Vortrag gesagt, ihr arbeitet daran, die Frequenzbereiche auch in den nicht nur im Nahinfrarot, sondern auch in die mittleren Infrarotbereiche auszudehnen. Ist das dann schon das Ende der Fahnenstange oder gibt es noch weitere Entwicklungen? Kann das noch weitergehen? Ja, also das kann natürlich noch weitergehen. Die Herausforderung ist halt, wenn man neue Wellenlängenbereiche erschließen will, da ist es dann meistens so, dass neuartige Detektoren nötig sind. Oft existieren solche Detektoren noch gar nicht. Das heißt, man muss warten, bis andere Entwicklungen weiter getrieben wurden, damit man dann die nächsten Schritte machen kann. Und auch die Lichtquellen sind nicht so einfach zu bekommen.
Meine Kollegin hinten, die hat mir gedeutet, dass von YouTube Fragen gestellt worden sind. Das wollen wir ja. Die Frage gefällt mir. Legt ihr in der Firma ab und zu was zum Spaß in das Gerät? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Ja, ich nehme dich beim Wort. Du hast gesagt, wir schauen uns deinen Finger an. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Natürlich gibt es auch Lob. Danke für den tollen und lebendigen Vortrag. Könntest du uns erklären, wie man mit der Interferenzmethode Strukturen erkennen kann, die größer als die Wellenlänge des verwendeten Lichts sind? Ja, eigentlich kann man ja wirklich nur Strukturen erkennen, die größer als die Wellenlänge des Lichtes. Ah, das haben wir vorher gesehen bei dieser Keramik. Ne? Der Nahinfrarotbereich, da war die Wellenlänge zu lang. Das hat einen anderen Grund. Okay. Also, wenn die Wellenlänge... wenn die Strukturen kleiner sind als die Wellenlänge, ja, dann kann ich das mit diesem Licht nicht mehr messen. Also zum Beispiel, hier haben wir Licht, das ungefähr bei 1300 Nanometern ist. Wenn ich jetzt eine Schicht habe, die 1300 Nanometer dick ist, also 1,3 Mikrometer dick ist, das kann man sich vielleicht vorstellen, es ist zwar sehr dünn, aber gibt es noch. Zum Beispiel Beschichtungen von Brillen, so Antireflexbeschichtungen, sind in der Regel dünner als das und das kann ich mit dem nicht mehr messen. Okay. Weil die Struktur zu dünn ist. Ich kann nur etwas Dickeres, etwas Größeres als meine Wellenlänge messen. Und das, was bei dem letzten Beispiel der entscheidende Faktor war, das hängt auch mit den verschiedenen Wellenlängenbereichen zusammen. Je langwelliger das Licht ist, desto tiefer kann es in die meisten Materialien eindringen. Kurzwelliges Licht wird eher schon an der Oberfläche absorbiert oder dringt halt nicht so weit ein. Das ist so ähnlich wie Infrarotlicht wird in den Infrarotkabinen verwendet, damit einem warm wird, auch von innen. UV-Licht, das ist kurzwellig, das wird schon in den obersten Hautschichten absorbiert und führt dann zum Sonnenbrand. Damit hast du uns eigentlich gerade die nächste Frage schon vorweggenommen. Da war nämlich die Frage, wie sieht es am oberen Ende des menschlichen Sehspektrums aus mit UV? Aber die Antwort ist eigentlich, je langwelliger das Licht, desto tiefer dringt es ein und desto mehr Informationen könnt ihr daraus gewinnen. Das ist richtig. Aber es gibt natürlich auch Anwendungen, wo es Sinn macht, dass man mit kurzwelligem Licht arbeitet. Es gibt sogar schon OCD-Systeme, die entwickelt wurden im UV-Bereich. Der Vorteil davon ist, wir haben das ja schon kurz erwähnt, je kürzer die Wellenlänge, desto kleiner sind die Strukturen, die man messen kann. Ja. Und das wirkt sich eben positiv auf die erzielbare Auflösung aus. Verstehe. Schauen wir mal, was noch so gefragt wird. Wurde das System auch schon bei der Analyse oder Restaurierung von Kunstwerken eingesetzt? Soweit ich sagen kann, ja, allerdings nicht von uns. Es gibt eine Forschungsgruppe in Großbritannien, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, verschiedene Kunstwerke untersucht haben. Und ich denke, die arbeiten dann auch mit Restauratoren zusammen. Ich müsste jetzt aber, etwas erfinden, wenn ich da jetzt eine konkrete Aussage mache. So, ich glaube, das waren die meisten Fragen, die jetzt live gestellt worden sind. Na, meine Kollegin, da kommt noch was. Aber eine Frage, die uns wir eben in der Vorbereitung gestellt haben und die möchte ich unbedingt noch unterbringen. Mhm. Was hat das Ganze jetzt mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun? Wir hören ja immer wieder von der Lichtgeschwindigkeit und die ist ja auch bei uns im Deep Space immer wieder ein Thema. Das Universum riesengroß, das Licht unvorstellbar schnell. Aber das ist nicht ganz so einfach, hast du mir am Anfang erzählt. Ja, das ist richtig. Ich habe auch, wie ich die Messmethode erklärt habe, gesagt, es werden Laufzeitunterschiede gemessen, also zu welchen Zeiten die verschiedenen Bälle zurückkommen sozusagen. Diese Zeit muss man messen. Hat natürlich mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun. Licht ist sehr schnell, deswegen interferometrische Messmethode. Aber was auch wichtig ist zu bemerken, ist, dass wenn Licht sich durch ein Medium bewegt, das kann Luft sein, das kann Kunststoff sein oder verschiedene andere Dinge, Gläser, dann hat es nicht dieselbe Geschwindigkeit wie im Vakuum, diese ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde, sondern es ist langsamer. Und da gibt es eine Materialeigenschaft, also einen Parameter, der das benennt, das ist der Brechungsindex.
je höher der Brechungsindex eines Materials ist, desto langsamer ist das Licht, wenn es sich durchbewegt. Ah, verstehe. Das heißt, was wir eigentlich messen, sind eben die Laufzeitunterschiede und nicht direkt die Dicke von einem Material zum Beispiel. Also wenn wir uns an die Multischichtfolie erinnern, das sind halt die Linien, die haben einen gewissen Abstand. Und dieser Abstand ist nicht direkt der geometrische Abstand, sondern den muss man noch durch den Brechungsindex dividieren, damit man zur wirklichen physikalischen Dicke kommt. Verstehe. Coole Sache, aber ich glaube, jetzt wird es dann Zeit, dass wir mal was ausprobieren. Ja, natürlich. Da ist auch schon die Frage von YouTube. Was genau legt ihr zum Spaß ins Gerät? Was war denn das Lustigste? Oh, das ist jetzt natürlich Geschmackssache. vielleicht darf ich da kurz mal... Ich habe vor einiger Zeit einmal auf der Straße was gefunden. Das ist ein sehr schönes Tier, nur leicht abgebrochen. Das habe ich auch mit UCT untersucht. Waren ein paar spannende Bilder, die man da bekommt. Vor allem von den Flügeln, wie zart und wie fragil das ist. Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich an. Eine Frage habe ich dann noch. Das ist noch spannend. Kann man sich den OCT-Sensor via Digitalkamera vorstellen? Wie schnell hintereinander muss man denn da die Aufnahmen machen? Ja, es ist nicht exakt wie eine Digitalkamera, weil eine Digitalkamera hat einen Flächensensor. Der hat halt zum Beispiel 5000 mal 3000 Pixel oder irgendwelche anderen Zahlen. Das, was wir hier machen, die Basismessung ist nur eine Messung in die Tiefe. Und diese wird einfach tausende oder Millionen Male wiederholt, sodass man dann einen 3D-Bereich abscannen kann. Es gibt allerdings eine andere OCT-Technologie, das nennt sich Full-Field-OCT. Da wird wirklich mit einem Flächensensor gearbeitet und dann kann man nicht nur solche Schnitte machen, sondern direkt Schnitte in diese Richtung, quasi parallel zur Oberfläche durchs Material machen und direkt das aufnehmen. Das gibt es natürlich, aber ist eine etwas andere Technologie als das, was wir hier haben. Spannend. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal was ja, anschauen. Und natürlich. Ich schlage vor, wir beginnen mit deinem Finger. Ja, sehr gerne. Ich starte da mal die Messung. Also was wir jetzt sehen werden, ist ein Querschnittsbild. Und da muss man auf jeden Fall mal schauen, dass man die Probe in den Fokus des Gerätes hält. Da muss ich jetzt schauen, dass ich auf der richtigen Höhe bin. Ich muss noch weiter runter. Also das schaut ja jetzt schon sehr verdächtig aus wie so ein Mikroskop, auch wie die Mikroskope, die wir da rundherum im Labor stehen haben. Vom Prinzip her ist es sehr ähnlich, ja, das stimmt. Geht's? Passt Hilfe? Ich darf da nicht zu nahe kommen, so ohne Mund-Nasen-Schutz. So, was wir hier jetzt haben, ist mein eigener Fingernagel, da kommt's schon. Also, das ist der Fingernagel. Oben auch eine verschiedene Schichtstruktur. Man sieht auch dann einzelne Einlagerungen, die dann auch die Farbe machen. Und hier vorne, wo er übersteht, sieht man einen kleinen Luftspalt, wo eben der Fingernagel dann schon über den Finger hinaus wächst. Genau, das heißt, das Licht... Und darunter ist dann der eigentliche Finger, der unter dem Nagel ist. Das Licht leuchtet von oben auf den Finger drauf, genau. Dringt in den Fingernagel ein und wird richtig. Da drinnen von den Molekülen reflektiert. Genau. Und die Reflexion, die wird dann gemessen. Genau. Und je langwelliger das Licht wäre, desto tiefer würde das quasi in den Finger eindringen. Genau. Und desto genau. tiefer liegende Strukturen könnte man damit vermessen. Genau. Aber dafür keine so feinen Strukturen richtig. Mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich den Finger jetzt umdrehe, gibt es auch was Spannendes zu sehen. Ah. Aha. So. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Da haben wir die oberste Hautschicht und dann auch untere Hautschichten. Sieht man, wie diese Pölsterchen da alle auftreten. Und dann in der obersten Hautschicht sieht man immer wieder solche helixartigen Strukturen. Die sind natürlich jetzt nicht ganz deutlich sichtbar, weil wir nur an einer Stelle durchschneiden. Das sind diese Schweißkanäle, die von den Schweißdrüsen nach außen gehen. So. Und man sieht auch an so einem OCT-Gerät, dass man nie ruhig halten kann. Ja,
Was man oben auch sieht, ist diese, die Form, die einfach die Haut hat, diese Wülste, die auch den Fingerabdruck verursachen. Und tatsächlich gibt es Bestrebungen, dass man Fingerabdrucksensoren entwickelt, die auf Basis von OCT arbeiten, sodass man nicht nur den äußeren Abdruck bekommt, sondern auch innere Strukturen dabei hat, was natürlich die Sicherheit noch einmal erhöhen kann. Weil, dass man da dann zwei gleiche hat, ist noch viel, viel, oder zwei ähnliche hat, ist noch viel, viel unwahrscheinlicher als bei einem normalen Sensor. Meine Kollegin hat sich von hinten wieder gemeldet. Es gibt noch eine Frage von YouTube. Mhm. Und zwar, ist so ein OCT auch was, das man sich als Hobbybastler vielleicht auch selber bauen kann? Kennst du so Do-it-yourself oder Citizen Science Projekte, die so einen Scanner gebaut haben? Also, mir selber ist jetzt keines bekannt. Das heißt aber nicht, dass das nicht gibt. Ich halte es eigentlich für sehr realistisch, dass sich, wenn jemand entsprechendes Interesse und auch ein bisschen Geld damit hineinbringt, dass er sich selber ein funktionierendes OCT-System bauen kann. Vielleicht ist es nicht das, was die höchste Auflösung hat oder die beste Bildqualität bringt, aber es ist sicher ein interessantes Projekt. Vielleicht, wenn es darum geht, wie viel ist denn zu investieren, damit man so ein Gerät hat. Dieses gibt es zu kaufen, da gibt es die Firma Torlabs, die das herstellt, kostet allerdings bei diesem Wellenlängenbereich so um die 60.000 Euro. Das ist nicht mehr was, was man in der Portokasse hat. Es gibt jetzt neuere Geräte, die schon wesentlich günstigere Preise haben. Das billigste, das mir bekannt ist, ist glaube ich $10.000. Das ist schon mehr in einem Bereich, der vielleicht für Privatleute nicht interessant ist, aber für Arztpraxen, die nicht so große Schritte machen können, so große Sprünge machen können, dass sie trotzdem so ein Gerät haben. Ich habe gesehen, du hast da gerade eine Rolle Klebeband reingelegt. Genau. Das heißt, ich könnte mir quasi um $10.000 ein Gerät kaufen, das man dann sagt, welches Klebeband ich kaufen soll. Gibt's ja, da oder wie viel noch auf der Rolle drauf ist. Genau. Gibt es da Qualitätsunterschiede? Kann man die hier erkennen? Meinst du Qualitätsunterschiede im Klebeband oder? Qualitätsunterschiede also, im Klebeband. Ich denke mal, wenn ich schon 10.000 Euro dafür ausgebe. Qualitätsunterschiede ist jetzt wahrscheinlich je nachdem, was man haben will. Ja. Es gibt da unterschiedliche Hersteller. Aber das, was man klar erkennen kann, es gibt ja sehr durchsichtige, sehr transparente Klebefilme und auch solche, die sind ein bisschen milchig. Und das Milchige, das kann man auch im OCT-Bild feststellen. Da sehen wir, dass das Licht hier in diesen weißen Bereichen sehr stark gestreut wird. Und die schwarzen Bereiche sind quasi die Klebeschicht dazwischen. Und wenn ich jetzt zum Vergleich das hineinlege, dann muss ich weiter runter. Genau. Da dringt viel mehr ein. Moment. Genau. Da habe ich nicht diese stark milchigen Bereiche, diese stark streuenden Bereiche, sondern da dringt das Licht halt viel mehr hinein. Allerdings ist die Struktur da in der Mitte nicht so regelmäßig wie bei dem. Offensichtlich sind da viel mehr Partikel drinnen, die das Licht stärker streuen als der Rest. Ja. Ich sehe, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde sagen, eine oder zwei Sachen können wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Was hast du denn da sonst noch mitgebracht? Also was ich mitgebracht habe, ist ein Salatblatt. Kennt auch jeder. Das finde ich auch ganz nett anzuschauen. Nicht non-destruktives Salat-Test, genau. Sozusagen. So. Genau, da sieht man ganz durch und auch so ein bisschen die Zellstruktur hier zum Beispiel. Ist ganz amüsant, wie sowas aufgebaut ist. Coole Sache. Eine weitere interessante Sache ist, was ich gar nicht erwähnt habe, aber was auch immer wichtiger wird, Lebensmittelverpackungen sind ja etwas, was wir kaufen und dann in der Regel wegschmeißen, aber den wenigsten ist bewusst, wie viel Technologie da drinnen steckt. Und wenn man jetzt so eine Flasche da ins OCT reinlegt, dann, Moment, muss ich noch weiter runter, dann sieht man nämlich, dass das nicht nur einfach ein Kunststoffmaterial ist,
Moment. Dass es nicht nur einfach ein Kunststoffmaterial ist, das diesen Flaschenkörper bildet, sondern dass da auch verschiedene Schichten drinnen vertreten sind. Außen zwei Schichten aus dem normalen PE-Material und dann gibt es in der Regel Barriereschichten, die eine Sauerstoffbarriere bilden, damit die Haltbarkeit des Nahrungsmittels innen drinnen erhöht wird oder verlängert wird. Und das ist mittlerweile in auch diesen Verpackungen, wo Wurst- und Käseaufschnitt drinnen ist, ist das auch gang und gäbe, dass man solche Folien dafür verwendet, damit die Haltezeit einfach erhöht wird. Und das kann man sehr schön mit OCT untersuchen. Großartig. Eine letzte Frage noch von YouTube zum Thema Citizen Science, das wir vorher angesprochen haben. Gibt es da auch OCT-Bereiche in der Forschung, wo man sich auch daheim als interessierter Hobbyist an der Datenauswertung beteiligen kann? Ich glaube, da ist sowas gemeint wie CT at Home oder sowas in der Richtung. Ist ein interessanter Ansatz. Mir selber wäre das jetzt nicht bewusst, dass es das gibt, aber wäre sicher mal überlegenswert, dass man dass man in diese Richtung etwas auf die Beine stellt, weil je mehr solche Geräte vorhanden sind, desto mehr Daten fallen auch an und deswegen desto mehr Bedarf ist auch an intelligenten Auswertemethoden, damit man nicht selber da sitzen muss und da irgendwas herausklicken. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Günther. Es war uns eine Freude, dass du heute da warst. Auch ich danke. Auch euch zu Hause vor den Bildschirmen. Vielen Dank für die vielen spannenden Fragen und fürs Mitmachen. Wir verabschieden uns für heute und ich sage Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaltet auch wieder ein beim nächsten Science Talk. Tschüss. Tschüss.